und Herren. Guten Abend vor allen Dingen, liebe Sport- und liebe Fußballfreunde. Der Mann des Tages in der Wuhlheider heißt Ralf Stresser. Hier sein bereits drittes Tor. Förster, der Mittelfeldspieler, lässt sich seinen zweiten Punktspieltreffer für den ersten FC Union gutschreiben. Außenverteidiger Probst mit einem 20-Meter-Schuss in die Dreier. Und wieder mal René Unglaube, erneut mit einer artistischen Aktion. Dieses Tor setzt dann bei Union zusätzliche Kräfte frei. Sekunden vor Schluss mit dem Siegtreffer von Meg Wigman. Der vorbildlich kämpfende Seier den Sieg. Und der Rest ist verständlicher Jubelsturm auf dem Feld und auf der Tribüne. Ja, ja. 11.000 Anhänger standen wie eine Wand hinter Union. Pferde Fußballfreunde.